Jo, liebe Leute, heute geht's weiter im DFB-Pokal und wir wollen ins Finale. Wir wollen heute Dortmund ausschalten, den Titelverteidiger ausschalten und uns den großen Traum vom Pokalgewinn erfüllen. Und dazu müssen wir heute gewinnen. Der Titelverteidiger Dortmund gegen den Feueres-Vize. Ja, das Pokalfinale aus der letzten Saison ist quasi heute dran. Ja. Ich brauche jetzt nicht irgendwie groß was zu ändern, weil diese Mannschaft steht. Ich will gewinnen. Deswegen werde ich auch nichts ändern. Die Startelf passt so. So, auf geht's ins Match. Halbfinale. Es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder nichts. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. So, hallo und willkommen im Signal Iduna Park. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Begegnung. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Die Gastgeber wollen ins Finale und wenn man sich so umhört, dann sagen eigentlich alle, ja, ja, das müssten sie normalerweise auch schaffen. Aber wie sich das dann auf dem Rasen darstellt, das ist ja oft eine andere Geschichte. Wir müssen noch abwarten. Ja, wie dem auch sei, in Dortmund haben wir unentschieden gespielt. 0:0 am ersten Spieltag, genau. Dortmund haben wir am Heimspiel geschlagen mit 2:1 knapp, aber wir haben gewonnen. Und jetzt heißt das dritte Duell für heute ist der DFB-Pokal. Da musst du erstmal ein Mittel finden, um ins Spiel zu kommen, um dir Chancen zu erarbeiten. Das ist nicht einfach. Das ist klar, das wird kein einfaches Ding, was Dortmund da spielt. Wie gesagt, wir wollen ins Finale. Das ist das große Ziel. Das wäre, wie gesagt, der Titelverteidiger, der sich jetzt verabschieden würde. In der letzten Runde haben wir die Bayern zu Hause geschlagen. 5:1. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Das letzte Spiel war es 5:4 bei Hertha. Ein ähnliches Ergebnis würde ich heute unterschreiben, aber mir reicht auch ein dreckiges 1-0. Hauptsache irgendwie, egal wie, weiterkommen. Alles andere ist erstmal wurscht. Vielleicht ein frühes Tor oder so, um ein bisschen Druck reinzusetzen. Und vielleicht auch nicht. Aber gucken wir mal einfach. Wie gesagt, wie es am Ende aussieht. Vielleicht ist auch Frust pur und wir fliegen zum ersten Mal im Halbfinale raus. Wir wollen ins Finale. Dazu muss aber erstmal. Nee, wir sind im Halbfinale, sind wir, ne? Müsste eigentlich besser. Warte mal. Halbfinale. Ja, klar, müsste Halbfinale sein. Wie dem auch sei, wir wollen doch egal wie. Wir wollen eine Runde weiter. Schiri, der hat schon gelb. So kann er da nicht hingehen. Das ist absolut gelb. Oh, bitte, jetzt ist schon eine Verletzung. Oh, bitte, jetzt ist schon eine Frühverletzung. Das wäre natürlich jetzt bitter. So, Alberto Molero sieht erstmal gelb. In der ersten Minute. Und damit ist klar, jetzt ist direkt mal Zeichen gesetzt gegen Sterne. Ich hoffe, dass der halbwegs fit ist. Nicht einfach, wird auch das Trainerteam jetzt vor eine große Herausforderung stellen. Der wird natürlich jetzt ein bisschen aufpassen müssen. Flügel zieht er jetzt ein. Aubameyang, yes! Vierte Minute. Jetzt sind Sie vorne in diesem Halbfinale. Das meine ich mit frühem Tor. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist Ihnen gelungen. Tolles Tor, wichtiges Tor. Pierre-Emerick Aubameyang mit dem 0:1. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann Sterner, den haben Sie eben noch umgeknietet. Der hat gesagt, ich spiele trotzdem weiter und legt dann hier die Bude auf. 1:0 Pierre-Emerick Aubameyang. Yes! Passt! Schiri abpfeifen, das Spiel ist durch. Nach 4 Minuten. Kann man sich mal wieder auf die Offensive verlassen. Dortmund ist hinten. Mal sehen, wie schnell sie sich von diesem Tor erholen. Letzte Saison gab es im DFB-Pokalfinale ein 0:3. Molero. Schade. Salih Özcan. Jetzt müssen sie aufpassen.
Da ist der Ball dann doch und Dortmund da läuft sich da zu weit fest. Sie spielen abseits. Steil, gefährlich. Abseits, keine Frage. Schade, es war eine Idee. Es war eine super Idee. Aber Ticket zu spät gespielt. Ja, das müssen Sie besser machen. Können Sie ja auch, haben wir alles schon erlebt. Und Abflug. Sterner wieder die rechte bei Reuter. Seite 0 zu 2. Nein! Kobel holt sich die Kugel. Und das wäre 0 zu 2 geworden. Scheiße. Oh Mann, warum der nicht einfach reinmacht. Und sowas kann in diesem Spiel sich sowas von. Geht er rein? Der Torwart ist da. Und Dortmund hat auch die erste Chance, noch 16 Minuten. Das macht er hervorragend, das zeichnet ein. Ja, das ist es halt. Also komplett, das Offensiv, komplett ausschalten wirst du diese Offensive nicht. Das ist klar. Die werden ihre Chancen kriegen, aber die Frage ist halt, wir müssen unsere nutzen. Und dazu muss dieses Ding, was da eben gerade war. Ich glaube, es war Eggloff. Rein. Und dann ist es Hugo Lovor, der jetzt mal auf gegen Kobel durchläuft. Auf der Linie rettet er. Das ist nicht wahr, die hat so ein Dusel. Das ist die nächste Big Chance für Bayreuth. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ja, Eckhoff, der verpasst den Moment, das hat er aus. Erstmal gehalten. Bekommen und die nächste dicke. Aus dem Angriff. Dicke Chance für Bayreuth. Also die haben ja Chancen ohne Ende, die nutzen sie erstmal noch nicht. Die erste haben sie genutzt, die zweite, dritte, vierte haben sie nicht genutzt. Nächster Angriff. Und genau das ist es. Und dann ist es Alvarez. Und Dortmund ist wieder drin im Spiel. Ich war gerade auf die Idee dran, ich wollte gerade dran und da zieht dann einfach mal ab und haut das Ding ins kurze Eck. Ball geht präzise ins kurze Eck. Den lässt du einfach laufen, den Dreier. Und dann ist gerade der Abwehrspieler da. Auch wenn es natürlich die Torwartkette ist. Albiol war dran. Oder wollte, ging dann gerade hin. Und dann passt das Ding. Viel zu spät die Entscheidung ranzugehen. Und dann, das ist es halt. Du nutzt halt deine Chancen da vorne nicht. Aubameyang, schöner Pass. Aber Lovor, 0-2 oder 1-2. Sie gehen in diesem Halbfinale also in Führung. Wieder wie gegen die Hertha. Die gleichen aus und man führt erneut. Und zwar quasi dann im Gegenzug. Yes! Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung und Kobel sagt, schlecht aussehen lassen. Er war warum? Einfach zu schnell für unverdient sie ist es nicht. Unverdient ist es nicht. Wir haben unsere Chancen, wir haben sie bisher nicht genutzt. Wir hatten zwei, drei Riesendinger, die wir nicht genutzt haben. Jetzt passt es wieder. Der Warnschuss von Dortmund im Ausgleich. Aber jetzt ist jetzt die wieder die Frühe. Eine enge Kiste. Nee, in Dortmund haben wir gewonnen, genau. Und zu Hause gegen Bayreuth, in Bayreuth haben wir nämlich 0-0 gespielt. Am ersten Spieltag, ich erinnere mich. Gute Aktion. Jetzt, so war das. Also wir wissen, wie man in Dortmund gewinnt. Ah, oh, scheiße. Aubameyang. Oh, Aubameyang. Ah, scheiße. Super abgewehrt hier. Die Idee, vielleicht hätte er das selber machen müssen. Fick hier. Gut aufgepasst. Er wollte den Pass nach vorne. Hat er verhindert. Fick hier. Alvarez. Alvarez, der hat eben schon. Also Ding abgelassen. Sie versuchen es. Ganz stark abgeblockt. Ah. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Für uns den Einwurf. Schelderup. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Ja, Einwurf Ball Dortmund. Im Seitenaus gibt jetzt natürlich Einwurf. Könnte jetzt was werden. Ja. Das ist nicht wie gut. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Ja, scheiße. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Jetzt irgendwie mit der Führung in die Pause gehen. Molero. Und weg. Pause. 1-2 der Spielstand. Dortmund
der Titelverteidiger aus. Kurz vor dem Aus. Noch 45 Minuten zu spielen. Bayreuth ist klar. Die haben halt ihre Chancen, nutzen sie erstmal nicht. Dortmund hat seine ein, zwei Chancen oder hat eine davon genutzt, ist ein Distanzschuss. Und jetzt führt man aber, wie gesagt, wieder mit 2-1 nach 31 Minuten. Und das ist halt, Gott sei Dank, der Halbzeitstand. Weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2. Knapper Rückstand für Dortmund. Sie müssen ja noch was tun in diesem zweiten Durchgang. Ja, und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie das Ding nach Hause fahren. Die Chance, vielleicht noch ein, zwei Chancen kriegen. Und am besten dem Gegner keinen überlassen. Perry, Gott sei Dank. Aubameyang. Aubameyang. So, nee, das gibt Minimum mal Gelb. Fast nicht durchgehen lassen. Durch Özcan. Man muss es so sagen, er ist damit noch gut bedient. Boah, richtig hartes Einsteigen. Ja, da kann man sogar über Rot nachdenken. Ja, er könnte, vielleicht hätte er vielleicht Rot geben können, tatsächlich. Aber er gibt Gelb. Und das Gelb ist eine gerade so Chance. So, Lovor. Irgendwie, das Ding. Gehalten, so. Aber klar, das war eher ein durchschnittlicher Freistoß. Ja, der war viel zu weit weg. Aber, ja, gute Chance. Boah, schade. Ich dachte, ich krieg den noch irgendwie. Alvarez. Rico. Dortmund verliert den Ball. Jetzt haben wir ihn, ja. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte, aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles, sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Der Lauf abseits. Kam ein wenig zu früh, abseits. Abseits nur, boah. 57. Minute. Wir haben eine gute Stunde rum. Reicht das hier irgendwie? Kein guter Pass. Weg ist der Ball. So, Schelp, der Rupp, der gute Ball. Auf den langen Pfosten. Und die nächste gute Situation. Fekir. Sauber und vom Ball getrennt hier. Die ah, kein Abseits! Pfosten! Gehalten, aber Szene geht weiter. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Scheiße. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Nee, das wird nichts. Abschluss. Leider. Also es bleibt dabei. Man hat im Moment passt der finale Ball nicht. Nur gucken jetzt rein für Molero. Der, wie gesagt, nach einer Minute schon gelb gesehen hat. Diesen Pass holen sie sich. Moukoko. Schöner Ball auf Rico. Ja, da ist Platz jetzt. Aufpassen da jetzt. Mein lieber Schwan, das war gefährlich. Vielleicht der Ausgleich. Ja, so, jetzt erstmal ein bisschen Luft reinbringen. Rausnehmen aus dieser Situation. Albiol. Konterball auf. Jetzt niemand auf. Schelderup. Hereingabe. Jetzt. 3-1. Bam, Junge. 74. Genau so, wie sie sich das vorgestellt haben. Ach, Gott sei Dank, ey. Ich muss mal ein bisschen ruhiger gerade machen. 74. Yes. Viertelstunde vor dem Ende. Das, diese Zweier-Tore-Führung, Niklas. Nochmal das Tor in der Wiederholung, die Flanke kommt rein und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch. Ja, keine Chance für Kobel. Nicht ganz unverdient. Zwei Tore Führung für 3-1. Die Bayreuther. War der nicht aus? Ja, war nicht, okay. Ach, der, ne? Ist nicht. Jetzt mal. Da können sie kontern. Ah, der gute Ball auf Schelderup wieder raus. Jetzt können sie über außen kommen. Ah, schade. Er schießt. Und. Kein Problem, ganz sicher. Wenn der Kurbel da nicht rankommt, vielleicht passt er hinten ins lange Eck. Aber er ist dran und bringt den Ball zur Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Den Ball wieder Kurbel. Kurz vor der Entscheidung hier, die Bayreuther. Der Kopfball war gut.
Wieder Sterner. Kurbel. 2-3 Mal. Echt gut gehalten jetzt. Langer Ball, Kurbel. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Verteidigt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Aber man führt mit 2. Jetzt ist er durch. Moukoko. Mit bisschen Dusel setzt er sich durch. Holt den, bringt den Ball. Alvarez, der Torschütze. Nächster. Dortmund verliert. So, Dortmund verliert den Ball. Es gibt, glaube ich, Abschluss für uns sogar. Einwurf für uns, meine ich. So. Muss Wanni Sek mal rein. Ist egal, wie das jetzt irgendwie bringt. Also auch vielleicht jetzt irgendwie nochmal einen Stürmer, einen Torjäger reinhauen. Jemand, der da mal ein bisschen was erlaufen kann vielleicht. Sterner, der wirklich sehr gut gespielt hat. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle 5 durch, ne? 1, 2, 3, 4, ja. Ich könnte alle austauschen, aber es ist kein Wunschkonzert. Klärt den Zeiten aus. So, 3 Minuten vor Ende. Oder 2,5 sind sogar. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Nicht damit. Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Es ist weg. Er ist erstmal weg. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Ginter holt sich diesen Pass. Ginter vielleicht sogar gar nicht mal so unwichtig. Schiri pfeift ab. Ja! Schluss, aus, das war's. Der Titelverteidiger fliegt aus dem Pokal im Halbfinale. Bayreuth geht zum dritten Mal in Folge ins Finale. Das kann Ihnen in diesem Moment niemand mehr nehmen. Sie sind im Finale, also das ist unglaublich. Aber die Leistung, die Sie gezeigt haben, das ist was, was man sich kaum hätte vorstellen können. Richtig stark, phasenweise überragend. Reicht das auch für den Finalsieg? Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein tolles Endspiel. Ja, hintereinander die Bayern ausgeschaltet und den BVB im Halbfinale weggehauen. Passt. Wunderbar. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Das ist wichtig, ganz wichtig. Wie? Am Ende auch immer. Ich, wie gesagt, ich unterschreibe alles. Wir haben gewonnen. Wir sind durch. Wir sind weiter. Passt. Nächster Gegner ist dann auch mal wieder Bayer Leverkusen. Die haben wir schon in der ersten Saison als Gegner gehabt. Und diesmal möchte ich diesen Titel endlich haben. Diesmal ist die Mannschaft reifer, die ist stärker, die ist besser. Jetzt hoffen wir, dass wir Leverkusen nach Hause schicken. Pokalfinale. Nächster Gegner ist der SC Freiburg. Da geht es dann um den Titel hier in der Liga. Wie gesagt, 8 Zähler plus haben wir auf die Bayern. Spielen die Bayern unentschieden, beziehungsweise gewinnen sie ihr Spiel nicht oder verlieren, halt unentschieden oder verlieren, dann ist es egal wie, dann kann Dortmund auch machen, was sie will, dann können sie auch 64 stellen, das wäre es genau das gleiche, wäre die gleiche Rechnung, dann hätten wir 74, wenn wir unser Freiburg spielen, wenn wir unser Spiel gewinnen. Also, wir müssen den Sieg holen gegen Freiburg und hoffen, dass die Bayern nicht gewinnen. Alles andere ist unwichtig, dann erwarten wir den Titel 3 Spieltage vor Ende. Ansonsten machen wir es im Hoffenheim die Woche später. Wir sehen uns dann wieder, ich freue mich, wenn ihr Bock drauf habt, morgen um 14 Uhr, vielleicht zum Titel. Thank you.